Willkommen bei dem ersten Let's Create, weiß nicht, kann man das so nennen. Und zwar, es gibt ja die Let's Plays als Format, in dem andere Leute Spiele spielen, dabei kommentieren, was sie sehen, was sie machen, was sie denken, negativer etc., positiver Feedback geben zu den Spielen. Ich möchte den umgekehrten Weg gehen, ich möchte ein Spiel kreieren, möchte da wirklich von Anfang, von der Konzeption bis hin zur Programmierung, zur Grafikerstellung und den Audios und den ganzen Feinheiten etc. möchte ich aufnehmen. Ich müsste sämtliche Fails aufnehmen, sämtliches dummes Gelaber, sämtliche Irrwege, sofern es welche gibt. Ich denke mal ja, das wäre sehr unwahrscheinlich, wenn nicht. Und ja, dazu ein bisschen Sachen erzählen, vielleicht auch was erklären, vielleicht selber was lernen, wenn ich was nicht raus oder nicht hinkriege. Das Ganze möchte ich natürlich auch in Zusammenarbeit mit der Community machen. Das heißt, ich werde hin und wieder auch mal euch zu Hilfe bitten, in den Kommentaren Ideen zu schreiben oder irgendwie, wie es jetzt weitergehen soll, eure Entscheidungen, werde dann dementsprechend auch agieren. Und so wird dann halt, hoffe ich mal, Stück für Stück was Tolles entstehen. Das Geklepper hier, das ist mein alter Stuhl, ja, das sollte eigentlich noch heben. Das Ganze wird in Java programmiert oder hauptsächlich entwickelt werden. Warum? Wie ihr seht hier Ubuntu Desktop, also Linux Betriebssystem, Unity Desktop, also schlagt mich tot, Entschuldigung. Ja, MonoDev oder halt allgemein das ganze Mono Framework, Mono Game oder wie es heißt, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht wirklich viel mit beschäftigt. C Sharp oder XNA wäre zwar auch schön gewesen, aber deswegen jetzt eine VM zu installieren und oder halt auch mit Dual Boot ist nicht so meins, deswegen habe ich gedacht, gut, okay, Java habe ich noch nicht sehr viel gemacht. Ich komme eigentlich aus der C-Sharp-Welt und oder aus der .NET-Welt, ja, nicht aus der, also .NET-Welt und habe gedacht, gut, okay, Syntax ist relativ ähnlich, gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, Gemeinheiten, weiß nicht, wie heißt's, ich bin nicht so hochdeutsch begabt und ja. Werden wir mal ausprobieren, mal gucken, was dabei entsteht. Benutzen möchte ich die Java, nee, L Lightweight Java Games Developer Library, oder irgendwie sowas. Schlagt mich tot, wenn es jetzt falsch ist, aber dürfte ungefähr hinkommen vom Namen her. Die Leute, einige werden wahrscheinlich wissen, was es ist, die anderen werden es wahrscheinlich ja genauso kennenlernen wie ich. Und ich möchte das Ganze noch mit Slick paaren. Slick ist, ich weiß es nicht, ob das ein Add-on, eine Erweiterung, eine Mod ist von diesem LWJGL. Aber da wir eh ein 2D-Game machen werden, oder sehr wahrscheinlich ein 2D-Game, bietet sich das an, die zu benutzen, weil es ja halt auch vieles einfach macht und vieles schneller macht. Ja, Genre weiß ich nicht, werden wir es gleich rausfinden. Und zwar, ich werde mir dazu eines Generators bedienen. Den Chrome wollte ich jetzt nicht aufmachen, weil der buggt hier mit der Aufnahme. Der macht hier meine ganze Fenster dreckig. Das mag ich nicht. Der Firefox hilft ja schon ein bisschen besser dafür. Und ich glaube, Game Idea Creator heißt das ganze Ding oder Generator. Und da werde ich mir jetzt ein zufälliges oder mehrere zufällige Genres oder Ideen anzeigen lassen, generieren lassen, werde ein paar davon sammeln und werde gucken, was sich daraus basteln lässt. Also, wie man hier sieht, ist die Seite Streaming Color. Der Rest hier, Fingertip etc., interessiert uns nicht und interessiert eigentlich nur dieser Button hier, auf den ich das gleich draufdrücken werde. Und jetzt sehen hier Disturbing Tangible Match 3 combined with Kids Game Set in the Past. Gut, was können wir davon gebrauchen? Set in the past, das dürfte Setting sein, Vergangenheit, Fragezeichen, ja, das können wir wahrscheinlich nehmen. Ein Kids Game, kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen, außer so Sachen wie, was ist 1 plus 4, was ist 3 plus 9 oder wie viele Karotten sehen Sie? Disturbing passt da jetzt nicht ganz dazu, weil verstörend für ein Kindergame ist doch ein bisschen, ich sage es mal, abstrakt. Deswegen drücke ich es nochmal drauf und gucken, was Besseres dabei rauskommt. Moody Abstract Sad Stealth Game combined with Folk Game set in a Slum. Okay.
Was kann man sich darunter vorstellen? Abstrakt hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Sollen wir das übernehmen? Wir sammeln einfach mal auf. Okay, abstrakt. Moody ist bestimmt gut, auch wenn ich wahrscheinlich darauf keinen Einfluss haben werde. Sad muss nicht unbedingt sein, aber je nachdem, Vergangenheit, Sad, das kann man eventuell gut kombinieren. Wenn man das Ganze mit dem Slum noch kombiniert, Vergangenheit und Slum, eventuell sagen wir mal Zeitreisen. Abstrakt, hoch. Moody and Sad. Ja, was könnten wir daraus machen? Wir brauchen ein Genre. Wir brauchen wirklich, dass wir jetzt sagen, wir brauchen ein Genre, auf das das Ganze passt. So, ein Rhythm Game, ein War Game. Rhythm combined with War. Das heißt, kommt dann eine Musik, wir müssen draufdrücken und dann schießen die Panzer. Inside the Human Body. Ah ja, okay, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ein Wargame inside a human body, so Abwehrkräfte, so Actimel oder Activia oder was es da noch sonst alles gibt. Ich müsste es ja auch keine Werbung machen. Was haben wir jetzt eigentlich schon? Vergangenheit, Slum, eventuell Zeitreisen. Das Ganze ein bisschen traurig und ein bisschen stimmungslastig. Traurig und stimmungslastig in den Slums. Das Ganze mit Zeitreisen. Das sieht für mich nach einem Side-Scroller aus. Tuch. Kann nicht mehr tippen, ich kann nicht sprechen, das gibt's doch nicht. Das Ganze abstrakt, ein abstrakter Side-Scroller. Ja. Das Ganze abstrakt passt sehr gut zu den Zeitreisen. Vielleicht könnte man sowas umsetzen wie, dass man sozusagen durch die verschiedenen Settings springt oder durch die verschiedenen Level springt und dann irgendwas auslösen kann. Durch Aktionen, die dann wieder Einfluss auf die Vergangenheit oder die Zukunft haben. Wie kann man das paaren? Oder wie kann man das kombinieren? Gutes Slum ist jetzt mal eins von den Settings, die ich jetzt mal sagen, von den Side-Scroller, von den, ich sage es mal, den Texturen. Texturen Slums. Dass man sich seinen Weg in die Slums bahnt. Wie kann man da eine Story draus basteln? So, was haben wir noch? Ein Side-Scroller, ein Wargame, Waffen, Zeitreisen. Tja. Was meint ihr? Ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Das haben wir bis jetzt hat. Ich werde mir jetzt halt mal die Umgebung einrichten. Das heißt, ich werde mir auch die Libraries runterladen, die Entwicklungsumgebung einrichten, sage ich jetzt mal, sodass wir dann loslegen können. Vielleicht habe ich bis dahin schon was Schönes entdeckt, was wir machen könnten. Und deswegen fange ich jetzt am besten mal mit der LWJGL an, die ich mir schon runtergeladen habe, aber der Vollständigkeit halber werde ich jetzt halt mal sie nochmal runterladen. LWJGL. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist die Seite hier. So, Download. Was haben wir hier? Ein Stable Build 2.9.0. Ich glaube, ich habe noch den 2.8er, weil ich habe vor einiger Zeit mal was rumprobiert. Wir brauchen die hier. Genau. Ein paar Sekunden. Da ist es auch schon. Das Ganze speichern wir. Und wo speichern wir das hin? Ich habe, glaube ich, sogar schon einen Ordner dafür. Bitte nicht motzen. Ich habe mein Home-Verzeichnis seit einem halben Jahr nicht aufgeräumt. Eigentlich, solange ich das System schon habe. Ich kann auch nicht wirklich richtig mit umgehen. Ich kann es benutzen. Das war es aber eigentlich auch schon. Ein paar einfache Sachen machen. Mit Anleitung kriege ich auch erweiterte Sachen hin. So ist es nicht. Aber ich kann mir die ganzen Sachen einfach noch nicht behalten. Dafür fehlt mir einfach die Praxis. So, genau. Die 285 hatte ich schon drauf. So, dann lade ich mir die 29er mal runter und starte eigentlich schon direkt den Download zu Slick. Oder den Weg zum Download zum Slick. Ich glaube, Slick 2D heißt das sogar. Genau. So, was haben wir hier? Hosting Account Suspended. Das fängt ja mal gut an. Haben wir noch ein Cache? Lieber Herr Google, give me the cache. Give me the cache. Cache, cache, cache. Nix cache. So, ich glaube, ich habe Slick noch da. Jetzt muss ich selber mal gucken.
External Lips, da haben wir noch Slick. Gut, immerhin. So, das heißt, wir fangen jetzt einfach mal ein neues Projekt an. Ich mache das hier so ein bisschen größer, sage es hier neu. Sage jetzt hier neu, Java-Projekt. So, die 1.6er passt. 6er passt. Wir brauchen einen Namen. Das Spiel muss zwar jetzt nicht endgültig so heißen, aber wir brauchen einen Workspace-Namen. Wie nennen wir das ganze Projekt? Wir nennen das Projekt Ambrosia. Warum? Weil ich gerade hier auf eine Dose geschaut habe, die, oder, ja, geguckt habe, die hier rechts auf meinem Schreibtisch steht, die ich vorhin noch geleert habe, bevor ich hier angefangen habe, das ganze Projekt zu starten. Und das hat mir so gut geschmeckt. Deswegen nenne ich jetzt das ganze Projekt Ambrosia. Jetzt muss ich kurz mal schauen, wie das jetzt ist mit den Libraries einbinden. Ich glaube, das war hier. Da muss ich genau add external jars. Und da brauche ich einmal die hier. Das muss ich noch entpacken, war natürlich klar. So, zack, zack, zack. Da habe ich wieder mein Executive-Bit nicht gesetzt. So. Halt, das war nicht mein Fenster. Archivverwaltung, genau, dich habe ich gesucht, mein Freund. Genau, da brauchen wir alles wahrscheinlich. Wupp, wupp. Und fertig. So, die 2.9.0er und da waren hier die Jars und da brauche ich die Input, die LWJGL und die Util, soweit ich weiß. Wozu die anderen sind, weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Aber das lässt sich wahrscheinlich herausfinden, beziehungsweise werde ich in einem zukünftigen Video darauf stoßen, wie das Ganze funktioniert. Und dir erstmal sagen, mit denen hier war es jetzt erstmal für den Anfang. Wir haben die Slick vergessen. Die Slick, ganz wichtig. Die Slick, die Slick, die Slick. Slicke, die Slicke, die Slick. So. Gut. Da war es noch irgendwas mit den SO-Dateien. Was war es noch mit den SO-Dateien? Ich glaube, das war hier. Native Library Location. Das muss ich editieren. Und dann muss ich hier. Wie war das nochmal? Irgendwas war da. Edit. External Folder. Und dann. Workspace External Lips. Und dann war es hier, glaube ich, die Natives und dann Linux. Genau. Wupp, wupp, wupp. Einmal, dann ich glaube für die hier auch nochmal. Und für die hier. Huch. Einfügen. Ich habe auch nicht sonderlich viel jetzt mit Eclipse gemacht. Wie gesagt, ich bin vom Visual Studio verwöhnt, vom 2012er, den ich für überaus gelungen halte. Und im Geschäft arbeite ich auch noch mit dem PHP Storm. Das ist, ich glaube, der basiert auf NetBeans, soweit ich weiß. Aber dafür lege ich nicht die Hand ins Feuer. Und ich glaube, das war es jetzt hier eigentlich schon. Ambrosia, da haben wir es auch schon. Ich werde es mal eine neue Klasse machen, denn die ganze Game als Einstiegsklasse. Und natürlich meine Public Static Void. Habe ich irgendwas vergessen zum Vorbereiten? Ich glaube, das war es eigentlich schon. Gut. Wenn wir mal gucken, ob er kompiliert. Wahrscheinlich ja, wir haben ja noch nichts gemacht. Oder ob er uns direkt schon mit irgendwelchen Fehlern abhaut. Nein. Wunderbar. Macht er direkt. Gut. Wie war das jetzt nochmal? Ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Videospielprogrammierung. Ich weiß eigentlich nur, dass das gängige Prinzip dieses, wie heißt das, Render. Update und Draw ist, oder ist Draw Render? Ich glaube, Initiate, Update und Render, oder Draw, im nächsten her ist, glaube ich, Draw. Ich bräuchte hier, oder ich muss am Anfang zumindest, die ersten paar Videos, oder die ersten, sage ich mal, die Anfangszeit, die ersten, ja, ups, das war das Falsche. Ach, schon wieder den Chrome, das gibt's nicht, warum mache ich den immer instinktiv auf? Ich will doch den Firefox haben. Ich brauche ein Tutorial für den Anfang. Zumindest bis ich die ersten paar Klassen habe. Nämlich wie das mit diesem Update-Render etc. war. Ich möchte ein HTML-Versions-Tutorial, genau. So, ah ja, genau, da ist es nochmal. Das sind die Natives.
Da sind die Lips, das haben wir auch schon gemacht. Das haben wir auch gemacht. Genau das ist es. Die Sache habe ich gesucht, diese Standardstruktur. Init Update Render. Gut, was hat der Herr Kollege hier am Anfang gemacht? Extends Basic Game. Das sind die ganzen Includes oder Imports. Und was haben wir noch? Genau, App Game Container und Set Display Mode. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir adaptieren es zumindest ein bisschen. Das machen wir mal ein bisschen kleiner hier. Das heißt, wir leiten unser Spiel oder von Basic Game ab, was natürlich nicht geht, weil wir die Imports noch nicht haben. Die gute IntelliSense. Oder wie heißt denn die hier bei Java? Ich weiß es gar nicht. Import, new dann, slick. Und dann machen wir einfach mal Sternchen. Was will denn jetzt von mir? Cannot be resolved. Okay, arbeiten wir halt komplett am Anfang mal mit der Sense. So, new dann, slick. Habe ich doch. Sachen gibt's. Und jetzt können wir auch von Basic Game ableiten. Wunderbar, 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 wunderbar. Gut, was meckert da? Was haben wir vergessen? Ein Konstruktor haben wir vergessen. Alles klar, dann tun wir den mal hinzufügen. Huch. So. Das ganze Ding nennen wir einfach. Das brauchen wir alles nicht. Wir nennen das ganze Ding einfach mal Ambrosia. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Zack, 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 zack. Weg mit dir. Und wir brauchen, glaube ich, einen App-Game-Container. Wie nennen wir den? Den App-Dö-Dö. Ja. Ja. So. So, ach, ich mache hier vielleicht eine Kacke. So, was willst du jetzt von mir? Anne Exception, Throw Slick Exception, ja, genau. Wie ist denn das eigentlich mit den Exceptions in Java? Ich kenne die zwar aus, die dürften eigentlich genauso funktionieren, oder? Mit diesem Throws, das ist jetzt relativ neu für mich. Werde ich mich schon mal drüber informieren. Was das ist, auch wenn ich mich niemals an das hier gewöhne. So, ich muss mich wahrscheinlich dran gewöhnen und dann werde ich mir den AGC-Punkt. Was haben wir hier alles? Wir haben die GetHate, da haben wir bestimmt noch eine SetHate. Haben wir nicht? SetWindow. Was haben wir hier alles? Wir haben getHate. Getter is notify, pause, running, set. Set fullscreen, nein. Set maximum, nein. Set, set, set. Set display mode, da steht's doch. Warum sagt mir jetzt niemand, dass es rechts steht? WithHate, was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir 640 mal 480. Und was ist das letzte? Ein Boolean? Ein Boolean für was? Ach, false ist immer gut. Immer negativ sein, meine Freunde. Set, das ist Vertical Sync. Show FPS, ganz wichtig für uns für den Anfang. Brauchen wir auf jeden Fall. Weil wir müssten ja auch wissen, was wir leistungstechnisch zu bieten haben. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei jetzt rauskommt. Wie gesagt, das erste Mal. Klick. Error exists. Sehr schön. Was haben wir hier? Da fehlt wahrscheinlich irgendwas. Implement Inheritance Abstract Method Basic Game Update. Aha. Gut. Dann machen wir das halt, wenn er das unbedingt will. Update. Und das Ganze mit einem Game Container. GC. Und einem Delta. Für was ist Delta? Keine Ahnung. Aber wenn
der Kollege das hier vorschlägt, werden es natürlich auch mit implementieren. Slick Exception, muss ich mich auch mal schlau machen, was es da alles für Exception-Arten gibt. Input, Input ist gleich GC, ist Input, wo kommt das her? Okay. Das brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Wir haben ja noch gar nichts. Wir wollen ja nur, dass es im Moment funktioniert. Das heißt, dann können wir das so machen, damit wir sehen, dass die leer ist. Da brauchen wir wahrscheinlich auch einen Render. Wenn er schon beim Update meckert, dann werden wir den Render auch noch gleich implementieren. Wir brauchen wieder einen Game Container, GC. Ein Graphics-Objekt, wo ich auch noch nicht weiß, wofür es zuständig ist, werde ich selber noch mal gucken müssen. Das Ganze schmeißt wieder unter Umständen eine sogenannte Slick Exception. Und das war's eigentlich. Wir haben die Main, wir haben den Update, wir haben den Render. Was meckert da jetzt, mein Freund? Abstract Method Basic Game Init. Okay. Hat er hier ein Init? Er hat hier kein Init. Ah doch, er hat ein Init. Mein Gott, ich bin ja blind heute. Public Void Init GC. Das Ganze schmeißt wieder unseren lieben Freund die Slick Exception. Huch. So, was meckert da bei meinen Graphics rum? Bei meinen Graphics, genau, das meckert da auch rum. Jetzt haben wir eigentlich alles. Kommt der. Ja, er meckert nicht mehr. Starten. Mal sehen, was dabei rauskommt. Normalerweise müsste es ein Fenster erscheinen mit 0 Frames, 4000 Frames, 6000 Frames, 6100. Ja, das ist doch mal toll. Fast 10.000 Frames pro Sekunde. Puh, das ist schnell. Also, dass wir so gut sind, hätte ich nicht gedacht. Nee, Spaß beiseite. So, wir haben jetzt unser Grundgerüst, das zugegeben ziemlich schäbig aussieht. Es ist noch nicht strukturiert. Es ist wirklich einfach nur mal hingeklatscht, sage ich jetzt mal. Was das hier ist, weiß ich noch nicht. Mache ich mal, minimiere ich mal. Jetzt werden wir mal gucken, was wir mit unserem Spiel hier machen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich glaube, da gibt es bei YouTube, habe ich noch nie was hochgeladen. Da gibt es so bestimmt irgendwelchen Limitierungen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir haben unsere Game-Klasse, die eigentlich nichts macht außer ein Fenster und sich ein bisschen ableiten lassen, weil sie faul ist. Und wir haben die Texturen schon mal gesetzt, dass es einen Slum auf jeden Fall geben wird, dass Zeitreisen wahrscheinlich mit dabei sind und dass das Ganze ein bisschen traurig und abstrakt gehalten wird. Ich werde es an der Stelle mal Pause machen, werde es auch mal gucken, wie das ist mit dem Hochladen und mit dem Schneiden und mit dieser Minutenbegrenzung, was es da gibt und mit dem Umwandeln, da ich hier in Linux aufnehme, mit dem OGV und ich mir irgendwo gelesen habe, dass OGV Probleme machen könnte, sollte, dürfte. Dürfte nicht, aber wie gesagt, weiß ich alles noch nicht, werde ich rausfinden. Bis dahin werde ich mir auch was überlegt haben zu der Sache hier. Ich denke mal, ich speichere mal das Ganze ab. Und zwar in unseren Workspace-Ordner, den ich jetzt gerade nicht finde, weil ich blöd bin oder nicht aufräumen kann. Da haben wir es doch. Und wir haben doch hier irgendwo unser Ambrosia, genau. Da haben wir unsere Source, haben unsere Error-Logs. Dann nennen wir das ganze Ding jetzt einfach mal concept.txt. An dieser Stelle auf Wiedersehen.